Hallo und willkommen zu einer 3.64 Runde. LOL. Guck dir das an. Guck dir das an, wie ich starre. Ich komme hier nicht mal weg. Ich komme hier nicht mal weg. Wow. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich kann mich hier nicht befreien. Okay. Pink Flood. Wind 64. Lass es mich versuchen. Ah, das war, glaube ich, ein Tick zu weit. Ja. Das war... Ich habe zwar den Bumper getroffen, aber ich konnte ihn nicht treffen aus dieser Position hier. So. Ja, er trifft mich, ist ja klar. Aber ich kann hier nichts machen. Mit Fat Stacks kann ich mich auch nicht befreien. Ganz egal, was ich tue. Es ist Mist. Okay. Ich schieß mal so. Vielleicht kommt da noch was runter. Nö, das wird zu stark vom Wind abgelenkt. Kannst du vergessen. Wow. Ich bekomme nicht mal eine Explosivwaffe. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Also, er trifft mich schon mal. Ich hoffe mal, dass... er kein Leuchtsignal hat. Ja. Er setzt aus. Das ist schon mal gut. Ich mach das hier. Bau den Hügel hier ein bisschen ab. Ich muss hier raus. Sonst wird das nicht lange gut gehen mit mir. Okay. Also Jack the Ripper ist am Start. Er verschießt wieder einen Kaktus. Und das geht raus. Wunderbar. So, ich habe einen Super Splitter. Komme ich jetzt hoch? Nö, ich komme immer noch nicht hoch. Ja, ich muss das hier tun. Ich muss den Hügel hier weiter abtragen. So, jetzt dürfte ich vielleicht hochkommen. Er bekommt eine Kiste. Wunderbar. Schön für ihn. Also... für ihn läuft's wunderbar, muss man schon sagen. Er kann mich jetzt auch mit dieser Ghost Bomb treffen. Die hat nämlich einen enormen Radius. Das war ein Tunneler. Er geht schon mal in den Grund. Oh, was für Waffen, ey. Ich komme hier... okay, ich komme hier doch nicht hoch. Also, ich schieße das hier mal geradewegs nach oben. So, geradewegs nach oben soll das gehen. Okay, es geht nicht geradewegs nach oben. Das ist zu hoch. Wird zu weit abgelenkt vom Wind. Und die Ghost Bomb ist am Start und er trifft mich trotzdem nicht. Ich komme hier immer noch nicht hoch, ob du es glaubst oder nicht. Ich sitze hier fest. Wie verschieße ich die am besten? Ich glaube, ich schieße die direkt auf mich. So, da dürfte ich jetzt eventuell hochkommen. Mensch, kann ich mal bitte eine normale Explosivwaffe bekommen? Ich bekomme nur Mist. Das ist ja nicht zu fassen. Also, das ist auch... Double Breaker. Alter, willst du mich verarschen, Spiel? Das ist doch echt nicht normal. Okay. So, ich muss aber das hier abtragen. Das hilft mir nämlich alles nichts. Yay! Und er schießt die ganze Zeit daneben. Oh, Heavy Napalm habe ich. Lol, jetzt komme ich da auch nicht hoch. Da muss ich so schießen, wenn ich zur Kiste möchte. Okay. Also... der Rest geht daneben, ist ja klar. Wow, das Level wird begradigt. Wer es glaubt? Hier sind zwei Drohnen. An seiner Stelle würde ich jetzt direkt auf die Drohnen schießen. Macht er aber nicht, er geht auf mich. Und das ist Magic Shower. Und er trifft daneben. Octagon. Ich habe ein Octagon. Und den schieße ich auch so auf ihn. So, endlich mal guter Schaden. Wow,
Das hätte auch fast noch getroffen. Endlich mal guter Schaden hier. 90 mache ich bei ihm. Yay. In Runde 10 darf ich Schaden machen. Wuhu. So. Skullshot habe ich. Soll ich das jetzt nehmen? Ja, ich nehme das. Guck dir an, wie knapp ich hier schießen muss. Wow, nein, oder? Der hat so Glück, dass er hier oben auf dieser Spitze steht. Sonst hätte ich ihn getroffen. Na gut. Eventuell hätte ich Tweeter nehmen sollen, aber... Pyrotechnics habe ich. Ich nehme jetzt aber keinen Pyrotechnics. Das tue ich mit Sicherheit nicht. So muss ich schießen. 83 Schaden. Wunderbar. Bei Pyrotechnics warte ich auf einen geraden Bumper. Das ist eine Disco-Kugel. Und die landet nicht direkt auf mir. Sehr schön. Er trifft sich damit sogar noch selbst. Spiel, gib mir einen geraden Bumper. Boah. Soll ich das machen? Soll ich das machen? Nee, das kann ich nicht bringen. Das kann ich... Oh, ich mach's einfach. Was soll's? Man lebt nur einmal. Man lebt nur einmal. Yay. Ich weiß nicht, ob sich das lohnen wird. Das wird sich gleich zeigen. 159 Schaden mache ich. Wow. 159 Schaden, also 269 insgesamt. Oh, oh, lustig war's. Aber ich bleib verschont. Ich bleib verschont. Er hat Wind 59 und er hätte das hier in diese Enke setzen müssen. Nee, hier nehme ich Tunnel Strike. Jo. Tada! 60 Schaden und ein Gear. Wunderbar. Und ein Gear für mich. Also, er ist One-Shot. So, das trifft mich. Nicht schlecht, würde ich sagen. Olympic Skeet habe ich. Nö. Kein Olympic Skeet. Ich nehm den Sprouter. Und ich schieße da so drauf. Tada! Und das ist GG. GG. Wow, nach diesem wahnsinnigen Start, an dem ich nichts machen konnte, entscheide ich die Runde noch für mich. Wow, echt nicht schlecht. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.